Hallo, heute will ich euch mal das Kappsägen-Untergestell von Metabo zeigen. Das habe ich mir damals, kurz nachdem ich mir die Kappsäge gekauft habe. Das ist die hier, das ist eine Metabo Kappzug-Gärungssäge und da habe ich mir damals das Gestell dazu gekauft. Und das Kappsägen-Untergestell, das ist mobil, da sind Räder dran und vorne ist ein Griff. Da kann man dann das Untergestell hinschieben, wo man es benötigt. Zu dem Gestell wäre noch zu sagen, dass es zwei verschiedene Modelle gibt von Metabo. Das ist jetzt das Modell Typ KSU 251 und dann gibt es nochmal KSU 100. Und das, was ich jetzt habe, das kostet momentan so um die 110 Euro. Und das, wenn man es sich kauft, gibt es dann auch noch ein Zubehör, das, wo man an die Maschine schrauben kann. Das ist quasi der Adapter, damit man die Maschine auf diesen Kappsägen-Untergestell montieren kann. Und diese Adapterplatte befindet sich jetzt bei meiner Maschine unterhalb. Das sind quasi diese zwei Längsträger, die man hier sieht. Das sind zwei Stück. Und in der Mitte von diesen Längsträgern sieht man jetzt die Klemmung. Das ist so eine ovale Klemmung. Und was noch zu erwähnen wäre, diese Adapterplatten, da passen die meisten Kappsägen drauf. Also das ist jetzt nichts Metabo-spezifisches, sondern man kann jetzt auf diese Adapterschienen verschiedene Hersteller von Kappsägen montieren. Das ist relativ praktisch. Ihr könnt auch mal versuchen, das auszumessen, damit man ungefähr einen Anhaltspunkt hat. Wenn ich jetzt da den Meter hinhalte, man sieht jetzt hier hinten die Längsschlitze. Und wenn ich jetzt ganz hinten messe, bis ganz vorne, ungefähr eine maximale Breite, wo man draufspannen kann, von 43 cm. Und das geringste Maß, das ermittle ich jetzt auch mal kurz, und das geringste Maß, was man haben darf, wären jetzt hier in diesem Fall 23 cm. So, und so schaut es jetzt quasi im liegenden Zustand aus. Man kann das Untergestell auch hochkant stellen, dann ist es platzsparender. Und jetzt kann ich mal kurz messen, was die Abmessungen sind. Die Gesamthöhe im aufgestellten, eingeklappten Zustand sind ca. 129 cm. Und die breiteste Stelle, das wären jetzt hier die Rollen. Das sind ca. 50 cm, was die breiteste Stelle unten an den Rollen beträgt. Und die Tiefe, die man jetzt hier ungefähr hat, wenn man es an die Wand stellt, wären so ca. 42 cm. Das wären jetzt die ganzen Maße im hochkant aufgestellten, eingeklappten Zustand, wenn man es quasi aufräumt. Jetzt kann ich den Kappsägenunterstand mal aufbauen. Dafür drehe ich es mal auf die Seite. Dann sieht man jetzt auf der Unterseite die eingeklappten Beine von dem Untergestell. Und zum Lösen sind vier so Betätigungshebel. Und wenn man jetzt den Betätigungshebel nach innen drückt, dann löst sich der Rastbolzen. Und wenn man das Bein ausklappt, rastet der Bolzen ein und das Bein ist gesichert. Und das mache ich jetzt für alle vier Beine. So, jetzt sieht man die Beine quasi im ausgefahrenen Zustand. Und wenn ich das dann soweit habe mit den Beinen, dann gehe ich mit dem Fuß da hinten hin und halte das dagegen und kann dann das Untergestell aufstellen. So. Wenn man das jetzt aufgestellt hat, kann man das noch, falls nötig, falls es wackelt, kann man da unten ist an einem Bein eine Einstellschraube, um das Kippeln auszugleichen. Jetzt kann ich mal kurz die Länge von der Auflagefläche messen. Diese Auflagefläche hat eine Länge von ca. 1 Meter. Da messe ich nochmal die Höhe vom Boden zu der Auflagefläche. Das wären jetzt hier in diesem Fall ca. 81 cm. Und die Führung für die Adapterplatten, wenn man jetzt die Kappsäge da drauf montiert, muss quasi einer der Füße da dazwischen eingreifen und damit hat man dann die Position auf dieser Auflagefläche definiert. Dann sieht man jetzt hier auf der linken sowohl als auch auf der rechten Seite Werkstückauflagen und diese Werkstückauflagen sind mit zwei verschiedenen Optionen, einmal mit einem Stopp, dieses Blech ist ein Stopp und eine Rolle. Wenn man sich jetzt die Höhe einstellen will von der Rolle, ist hier so eine rote Rändelschraube. Wenn ich die löse, kann ich jetzt den Ausleger nach oben fahren.
Und wenn ich die gewünschte Position erreicht habe, kann ich sie wieder mit der Rändelschraube fixieren. Und jetzt gehe ich mal auf die Seite und da ist ebenso der Ausleger. Und hier zeige ich jetzt, dass man das ausfahren kann und dafür ist so ein Klemmhebel. Wenn ich den nach oben ziehe, kann ich jetzt den Ausleger nach links ausfahren. So, jetzt habe ich den mal maximal ausgefahren, den Ausleger. Und zum Befestigen drückt man den Hebel wieder nach unten. Was noch zu erwähnen wäre, eine Maßskala ist jetzt hier oben nicht aufgebracht. Aber ich kann jetzt mal messen, wie weit der Ausleger von diesem Träger weg ist. Das wären jetzt ca. 65 cm. Und das wären dann, wenn das jetzt hier 65 sind, dann wären es auf beiden Seiten 130. Das wären dann mit der Mitte 230. Also hat man eine Gesamtlänge, wenn beide Ausleger komplett ausgefahren sind. Im Datenblatt steht noch drin eine Gesamtlänge von 1,27 m bis 2,50 m. Was noch zu erwähnen wäre, die maximale Gewichtsbelastung in der Mitte von diesem Aluprofil beträgt laut Hersteller 250 Kilo. Das finde ich schon enorm, 250 Kilo. Ich denke, meine Maschine wiegt so 25 Kilo, das ist ein großes Modell. Also da kann man schon einen Balken oder größere Sachen drauf ablegen. Das Gewicht selber von dem Gestell beträgt 23 Kilogramm. So, am Schluss will ich jetzt nochmal zeigen, wie ich die Kappsäge jetzt auf dieses Untergestell montiere. Und bevor ich jetzt die Kappsäge auf das Untergestell anbringen kann, muss man die zwei Adapterplatten, das sind jeweils zwei rote Hebel und diese roten Hebel müssen nach oben sein, so wie der andere. Und wenn man das dann hat, dann kann man die Maschine nehmen und kann sie auf das Untergestell anbringen. Und dafür nehme ich jetzt meine Maschine und schaue, dass ich dann da hinten diese Blechaussparung treffe mit dem rechten Fuß. Und die muss dann quasi vorne erstmal eingefahren werden, da wo die Blechlasche ist. Und dann kann man das vorsichtig nach hinten schwenken. Die Kappsäge, dann ist es schon mal drin und dann ist es extrem wichtig, dass man diese beiden Hebel nach unten drückt, bis sie einrasten. Dann den zweiten Hebel und somit ist jetzt die Maschine mit der Adapterplatte auf die Kappsägenstation gesichert. Jetzt zeige ich noch mal kurz, wie man die Kappsäge wieder von dem Untergestell entfernt. Wenn man jetzt die Kappsäge wieder entfernen will, hat man jetzt auf der Seite einen Knopf und den muss man reindrücken. Und während des Reindrückens muss man die Maschine schon mal festhalten. Und dann löst sich der Hebel, der muss dann wieder ganz nach oben. Dasselbe auf der anderen Seite. Ebenso den Hebel nach oben. Und dann kippe ich die Maschine zu mir her und entferne sie von der Unterstation. Und das wäre jetzt quasi die Montage und Demontage der Kappsäge von dem Kappsägenuntergestell.